Das ist doch zum Porno, was das ist, zum kritischen Porno, Mann. Das ist doch nicht mehr kritischen Porno. Der Europameisterschaft drauf. Wir werden keine Gefallen oder beziehungsweise die Mannschaften, in Betracht ziehen, wenn wir in Betracht da drauf haben. Ich hoffe, dass wir gut das Turnier starten, um uns die Chance zu bewahren, in die nächste Runde zu kommen und bei dem Chaos, dem 8. Finale ist alles drin. Wir sind ganz gut drauf, die letzten zwei Spiele oder die letzten Spiele Tore gemacht, das heißt, ich hoffe bei dir wieder. Findest du das gut für die Europameisterschaft? Ja, ich finde es gut. Wir haben noch einige Tage beziehungsweise sogar eine Vorbereitungszeit. Und am 10. müssen wir topfit sein, um den Schweden möglichst ein positives Ergebnis zu erzielen. Wenn es zum Finale gegen Deutschland kommt, dann hältst du dich aber zurück, oder? Ja, so weit können wir nicht denken. Erstmal müssen wir über die erste Phase hinauskommen. Und wenn wir dann irgendwann mal gegen Deutschland treffen, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Wäre natürlich ein Traumfinale unter Janis im EM-Finale. Jetzt muss ich mal hier den Zeitwart fragen. Branko Lionzi, das sind die Gesichter, die man das ganze Jahr über sieht. Ja. Nein. Ja, wer kommt denn in die Schule und hat die meisten Kampfstrecken auf der Uniform? Na gut, im Kampfschwein haben wir schon im Mittelfeld. Ja, ich gucke mir gerade so eine Kinsi, das ist unser Wackerer, für mich ist es der Mann der Rückrunde. So, Michael, ich mach den meisten Dreck, so. Ansonsten habe ich diese Saison aufgeprägt von zwei Torwartgiganten, möchte ich sie mal nennen, hier einfach. Ja.